Dieses ist ein besonderes Bild. In mir lebte der Wunsch, dieses große Format einmal zu ergreifen. Und ich begann damit, eine Mischung aus Champagnerkreide aus der Champagne in Frankreich mit zu mischen, sodass sie auf der Leinwand hält, und habe diese große Mischung, diese Tief, aus dem Eimer heraus mit dem großen Spachtel so sehr dick aufgetragen, und es hat 3 oder 4 Tage gedauert, bis diese Spachtelmasse, also diese Masse, die ich aufgespachtelt hatte, getrocknet war. Und diese arabeske Bewegung kann man sehr stark auch nochmal hier dann sehen in diesem Auftrag, was quasi so eine Form gegeben hat. Und dann ist für mein Empfinden, wenn ich etwas so stark komponiere, braucht es eine Leichtigkeit, braucht es einfach einen Schwung. Und ich fand, dass gerade Orange, Blau, Gelb eine schöne Mischung ist. Ich habe es gemischt. Und dann über das querliegende Bild geschüttet. Einmal von da und einmal von da. Und dann habe ich es trocknen lassen. Und das ist die Figur. Da habe ich nichts dran geändert. Was ich geändert oder was ich dann noch verdichtet habe, ist dieser untere Teil, damit es eine Basis hat unten. Ja? Also dadurch haben wir eben das Helle oben, das Dunkle unten und die Figur, die sich so darstellt, wie sie ist. Thinking. Gut. Ah, okay.